Warum ermordet die Hamas kaltblütig Juden? Warum ermordet ISIS kaltblütig Jesiden, Syrer und sogar Muslime? Weil sie buchstäblich einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um ihren Führern auf dem Weg des Dschihad zu folgen. Sie sehen es als Dschihad. Wenn ich für den Dschihad und für Allah töte, komme ich ins Paradies. For the sake of Jihad and the sake of Allah, then I will go to heaven. Noch schlimmer ist es, wenn es um das jüdische Volk geht. Ich kenne die Mentalität der Islamisten, denn ich habe mit ihnen gelebt, als ich im Irak war. Obwohl sie die Christen hassen und glauben, dass sie Ungläubige sind, weil sie Gott und den Sohn Gottes anbeten, ist ihr Hass auf das jüdische Volk größer als ihr Hass auf jede andere Religion. Sie glauben wirklich, dass sie in den Himmel kommen, weil sie einen Juden getötet haben. Sie haben diese Ideologie. Ich sehe das immer wieder in Kommentaren und in Videos und bei Leuten, die sagen, das sei eine Prophezeiung, dass sie alle Juden töten müssten, um den Messias herbeizurufen, der für sie der Mahdi ist. Sie müssen Israel zerstören. Warum die Demütigung? Ich werde nicht einmal die Dinge beschreiben, die auf der Kamera festgehalten wurden. Aber es scheint ein Schritt über das Töten hinaus zu sein. Ja. Als ich über die Vergewaltigung israelischer Frauen durch die Hamas postete, bekam ich Nachrichten und Kommentare wie, du bist die Nächste, ich werde dir dies und das antun. Sie waren sehr explizit in ihrer Beschreibung. Zuerst konnte ich das nicht verstehen. Wie kann man ein Muslim sein, aber dann die Vergewaltigung von Frauen rechtfertigen? Aber dann habe ich verstanden, nachdem ich eine Nachricht nach der anderen gelesen hatte, dass es für sie Teil des Dschihad ist, sich Sexsklaven zu nehmen. Sie glauben, dass Frauen die Ehre repräsentieren, und wenn ich eure Frauen vergewaltige, nehme ich euch eure Ehre. Ich habe das verstanden, weil sie mir das in ihren Nachrichten androhten. Ich dachte, was hast du davon? Warum hasst du mich? Wo ergibt das einen Sinn? Aber dann habe ich aus dem Zusammenhang heraus verstanden, dass sie glauben, dass sie einem damit die Ehre nehmen und einen geistig und seelisch sprechen. Das ist eine sehr barbarische und monströse Ideologie. Das ist einfach die traurige Realität. Da wir gerade von Ideologie sprechen, lassen Sie uns über das sprechen, was gerade auf dem Campus in der USA passiert. Man hört die Sprechchöre vom Fluss bis zum Meer. Wir haben gehört, vergast die Juden. Viele von denen, die sowas schreien, sind noch nicht einmal Islamisten oder Muslime. Was sich auf dem Campus abspielt, geschieht schon seit langem und viele dieser Gruppen werden von der Muslimbruderschaft und Leuten mit viel Geld finanziert. Das sind nicht nur Aktionen auf dem Campus. Ich war sogar bei einem Treffen an der UCLA und sie haben mich rausgeschmissen. Aber ich wollte nur beobachten und sehen, wer an diesen Treffen teilnimmt. Es waren 40- bis 50-Jährige. Einige von ihnen sahen aus wie salafistische Dschihadisten, mit Bart und ohne Schnurrbart, und sie kamen mit ihren Frauen. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Wenn das Leute vom Campus sein sollten, wer sind diese Leute dann wirklich? Warum treffen sie sich heimlich und lassen andere Studenten nicht zu sich hinein? Es waren nur Leute, die zur Bewegung gehörten. Leider nutzen sie den Schmerz und die tragische Geschichte vieler Amerikaner aus. Es sind vor allem Menschen aus dem linken Spektrum, die gegen Rassismus sind und Bewegungen wie Black Lives Matter unterstützen. Diese Menschen haben das Gefühl, dass sie in diesem Land schon lange unterdrückt werden. Sie sagen ihnen dasselbe. Wir werden in Palästina von den europäischen Juden unterdrückt. Wir teilen denselben Schmerz und dieselbe Geschichte. Sie behaupten, es gäbe Rassentrennung und Apartheid.
because by those European Jews who came from Europe, and we share the same pain, we share the same history, and they tell them that there is segregation, there is an apartheid. So leider ist es ihnen gelungen, viele Menschen zu überzeugen, die nur wütend sind und eine Sache suchen wollen, die sie unterstützen und an die sie glauben können. Aber sie haben weder Menschen in Israel gesprochen, noch waren sie jemals dort gewesen. Sie schreien immer Apartheid, Apartheid. Wenn sie das sagen, denke ich, sie waren noch nie in Israel. Denn wenn sie dort gewesen wären, wüssten sie, dass es dort keine Apartheid gibt. Wenn sie muslimische Frauen mit Hijab neben jüdischen Männern mit Kippas sehen, dann wissen sie, dass es keine Apartheid gibt. Aber leider haben sie sie irgendwie überzeugt. Und jetzt hat es erschreckende Ausmaße angenommen. Ich habe mir Videos angesehen. In einem davon werde ich jedes Mal so wütend, wenn ich dieses Bild sehe. Eine Frau hält ein Schild in der Hand, auf dem steht: Wir wollen das Kalifat zurück, also den islamischen Staat von ISIS. Diese Schilder halten sie auf US-Campus hoch. Frauen, die keinen Hijab tragen, jubeln. Frauen, die hier alle Freiheiten haben, halten diese Schilder hoch. Women are cheering. Women who are not wearing hijab, women who have full freedom here. Holding these signs. Wissen Sie, was die Frauen in unseren Ländern durchgemacht haben? Hier in Amerika haben sie alle Freiheiten und sie unterstützen den Völkermord und die Unterdrückung unserer Frauen. Zum Glück war ich an diesem Tag nicht auf dem Campus, sonst hätte ich angefangen, mit ihnen zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass ich meine Wut hätte zurückhalten können, wenn ich Frauen sehe, die tragen, was sie wollen, die alle Freiheiten haben und dann Schilder hochhalten, die die Hamas unterstützen, Schilder, die radikale Islamisten unterstützen. Sie kommen von einem Ort voller Privilegien und Ignoranz und sie leugnen es. Sie müssen mit Menschen sprechen, die den radikalen Islam erlebt haben. Mit Menschen wie mir, nicht mit denen, die in den USA geboren und aufgewachsen sind und glauben, die Hamas sei eine palästinensische Freiheitsbewegung. Sie müssen mit Menschen sprechen, die die Hamas kennen, die mit der Mentalität der Menschen in der Hamas gelebt haben. Who lived with the mentality of the people of Hamas. Wir wissen, wofür sie stehen. Denn wir wissen, dass der Name Hamas, Harakat al-Muqawama, al-Islamia, islamische Widerstandsbewegung bedeutet. Es ist nicht die Bewegung für ein freies Palästina. Dasselbe gilt für den islamischen Dschihad. Sie nennt sich islamischer Dschihad und nicht freies Palästina. Ihr Ziel ist nicht die Befreiung der Palästinenser. Sie wollen das jüdische Volk vernichten und Israel zerstören. Dann sind sie hinter den Christen her und hinter allen anderen, denn das ist die Mentalität des radikalen Islam. Sie wollen die Welt erobern und das sagen wir immer wieder. Wenn wir das sagen, werden wir als islamophob bezeichnet. Und im Moment haben wir einfach die Nase voll. Aber ich hoffe, dass sie nach dem, was jetzt passiert, und wenn sie sehen, wie Juden in den USA, in Europa, auf Flughäfen und überall angegriffen werden, irgendwie aufwachen und uns endlich zuhören. Ich bin Muslim. Aber ich glaube nicht an den radikalen Islam, der mich aus meiner Heimat vertrieben hat. Ich musste 2 Jahre in Syrien leben, als mir radikale Islamisten meine Heimat weggenommen haben, weil wir für sie nicht die richtigen Muslime waren. Die Leute hier verstehen das nicht. Sie haben ihr ganzes Leben in den USA verbracht und glauben zu wissen, was Unterdrückung ist. Es ist an der Zeit, dass Menschen wie ich und Muslime, die die Gefahr des radikalen Islam wirklich kennen, ihre Stimme erheben. Wir müssen unsere Stimme erheben und uns um das jüdische Volk kümmern. Wir müssen ihnen sagen, dass wir auf ihrer Seite stehen und sie unterstützen, weil wir denselben Kampf führen. Wenn sie die Juden angreifen, trifft es uns alle, die wir uns ihnen nicht beugen und gehorchen wollen.